Am Sonntag, 8. August, konnte man ab 15 Uhr einigen Prominenten beim Beachvolleyballturnier zuschauen. Ihnen stand im Team je ein erfahrener Profi zur Seite. Beachvolleyball, das Schöne ist, dass du nicht wehtust natürlich im Sand. Du kannst dich wirklich reingehen und machen. Noch schöner ist natürlich, dass du jeden zweiten Ball berührst. In der Halle kann es sein, dass jemand dir lang einen Ball berührst. Es ist aber ein anderer Sport, das muss man sagen. Halle und Beachvolleyball ist nicht dasselbe. Leo Kranz und Max von Deichmann verfehlten das Finale nur knapp, doch der LOSV-Präsident nimmt die Niederlage gelassen. Offensichtlich habe ich zu viel zugeschaut und zu wenig selber geübt. Somit habe ich jetzt halt Zweiter gemacht und nicht Erster, aber ist kein Problem. Peter Hilti und Manuel Gahr setzen sich im Finale gegen Johannes Wohlwend und Olli Indra durch. Wir haben einen sehr starken Partner mit Manuel Gahr. Wir haben uns gut ergänzt, muss ich sagen. Er hat mir auch geholfen in den notwendigen Situationen. Und schlussendlich ist es ein Quäntchen Glück gewesen. Doch natürlich, im Sport gibt nie das Glück allein den Ausschlag. Ich habe früher Volleyball gespielt, aktiv. Und Beachvolleyball ist erst im Aufgekommen und es ist jetzt auch schon, ja, ich sage jetzt mal bald, 8-9 Jahre her. Ja. Beachvolleyball und Politik, da gibt es für Peter Hilti so manche Gemeinsamkeit. Ja, im Beachvolleyball muss man etwa die tauchen. Und das gehört der Politik auch zu tun, es gibt Höhen und Tiefen. Und ansonsten, es ist sehr vergleichbar. Mit Einsatz und Freude macht Spaß. Doch noch mehr als von den Siegern lernt man von solchen, die eine Niederlage zu verkraften haben. Wenden wir uns daher noch René Ott zu. Durch diesen Tanz konnten er und Patrick Hohl noch 3 Punkte hinzugewinnen. Da habe ich mit dem Tanz ich früher die Fieber abgerissen. Heute ist es nur eine mentale Diät. Das war genau der Punkt. Und René Ott wagt hinsichtlich Beachvolleyball noch eine persönliche Zukunftsprognose. Ich werde die nächsten 10 Jahre ganz sicher von der Tribüne zuschauen.